mir einen schweren Fall. Bitte komm. Pollution Police, die kleinen Pfadfinder. Pollution Police, die Täter auf der Spur. Pollution Police, wir decken alles auf. Pollution Police, wir helfen jederzeit. Melissa, Linus und Niklas. Ein geniales Team mit Verstand und Spaß. Sie sind immer da, wenn jemand Unrecht tut und lösen alle Rätsel, darin sind sie gut. Linus ist der Kopf, Niklas ist der Sportass, Melissa macht Karate und gemeinsam geben sie Gas. Ein Chat ist ein Waschbär, ein treuer Begleiter. Und wenn er gar nicht frisst, hilft er gerne weiter. Wenn sie Unrecht sehen, greifen sie schnell ein. Wenn jemand Hilfe braucht, lassen sie keinen allein. Wird die Umwelt verschmutzt, wird der Täter gestellt. Pollution Police, sie helfen dieser Welt. Pollution Police, die kleinen Pfadfinder. Pollution Police, sie tätern auf der Spur. Pollution Police, sie decken alles auf. Pollution Police, sie helfen jederzeit. Pollution Police, die kleinen Pfadfinder. Pollution Police, sie tätern auf der Spur. Pollution Police, sie decken alles auf. Pollution Police, sie helfen jederzeit. Es regnete wie aus Kübeln an diesem Sonntagnachmittag. Aber die Pollution Police hatte selbstverständlich auch bei einem solchen Mistwetter das perfekte Ausflugsziel parat. Gemeinsam mit einer Gruppe behinderter Schüler der integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel besuchten die Kinder den Kölner Zoo. Immerhin bekam man hier exotische Tiere zu sehen, die auch der aufmerksamste Pfadfinder nicht im Stadtwald erspähen konnte. Die Kids waren begeistert. Allen voran natürlich unsere Freunde Niklas, Linus und Melissa, die voller Wissensdurst alles aufsaugten, was Teamleiter Arno und der Führer der Tour, Tobias Keller, ihnen zu den verschiedenen Tierarten zu sagen hatten. Als letztes machte die Gruppe Station im Aquarium. Wow, seht mal hier, das Piranha-Becken. Krass. Das Wort Piranha wird abgeleitet aus dem Portugiesischen und heißt so viel wie Zahnfisch. Da liegst du absolut richtig, Linus. Kommt, Kinder, tretet ruhig näher an die Scheibe heran. Ihr da hinten seht ja gar nichts. Lasst die anderen doch mal durch. Ihr braucht keine Angst zu haben, die tun euch nichts. Ja, da hat Arno recht. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Piranhas Menschen anfallen. Sie jagen in erster Linie Fische und Krustentiere. Ach. Enttäuscht. Weiß einer von euch, in welchen Gewässern Piranhas hauptsächlich vorkommen? Nein, nicht du, Linus. Ja, Felix, bitte. In tropischen Süßgewässern. Ja, das stimmt. Sehr gut. So, Kinder, für mich ist die Tour hier vorbei. Ich habe noch zu tun. Arno führt euch jetzt hoch ins Insektarium. Da gibt's auch noch vieles Spannendes zu entdecken. Unter anderem leibhaftige Vogelspinnen. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und ihr besucht uns bald wieder. Das werden wir auf alle Fälle. Vielen Dank, Herr Keller, für Ihre fantastische Führung. Danke, danke. Also dann noch viel Spaß, Kinder. Felix? Ja, Papa? Warte, wenn ihr fertig seid, einfach draußen vor dem Haupteingang auf mich. Ich bin so eine halbe Stunde hier durch. Okay, bis gleich. Dein Vater ist echt sehr nett, Felix. War eine tolle Führung. Ja, mein Paps weiß eine ganze Menge über Tiere. In der Hinsicht ist er ein wandelndes Lexikon. An wen mich das bloß erinnert? Gedächtnisprobleme? Da ist häufig Vitamin B12-Mangel schuld. Hier, willst du einen Müsli-Riegel? Und schon ist das mir wieder eingefallen. Was macht dein Vater eigentlich genau im Zoo? In erster Linie ist er für die Einfuhr neuer Tiere zuständig. Die ganze Abwicklung mit dem Zoll und so. Sollen wir dir mit dem Rollstuhl helfen, Felix? Oder willst du das alleine machen? Danke, das kriege ich schon hin. Sitze ja leider nicht erst seit gestern in dem Ding. Was ist denn eigentlich passiert? Du sagtest doch, dass du bis vor 2 Jahren noch ganz normal laufen konntest. War es ein Unfall? Nein, nein. Ich habe eine sehr seltene Knochenkrankheit. Die wurde leider zu spät diagnostiziert. Gibt es denn da überhaupt keine Heilungschance? Doch, die gibt es. Nur ist diese Behandlung sehr teuer und die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht, weil die Erfolgsquote nur sehr gering ist. War ja mal wieder klar. Immer schön Beiträge kassieren, aber wenn's mal hart auf hart kommt, machen sie die Schotten dicht. Jungs, die Vogelspinnen könnt ihr euch allein ansehen. Ich such mal die Toilette. Da musst du einfach den Gang runter, Melissa. Und dann links. In dieselbe Richtung, in die mein Vater vorhin gegangen ist. Ah, okay, danke. Ich beeile mich.
links, hat er gesagt. Da ist sie ja auch schon. Was machen Sie denn? Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen nicht hierher kommen. Wenn meine Kollegen das mitkriegen. Wären Sie heute einfach mal an Ihr Handy gegangen, dann wäre das nicht nötig gewesen. Also regen Sie sich ab. Was ist denn da los? Mal sehen. Das ist ja Felix' Vater. Zusammen mit einer aufgetakelten Rothaarigen. Die läuft rum, als wäre sie hier in einer Schickimicki-Boutique. Haben Sie mit Ihrem Kontaktmann beim Zoll alles geklärt? Ja, er kriegt einen Tausender wie abgesprochen und die Sache geht ohne Probleme über die Bühne. Wunderbar. Ich wusste doch, ich kann mich auf Sie verlassen, Herr Keller. Um was für ein Tier geht es eigentlich? Das braucht Sie nicht zu interessieren. Tun Sie einfach, wofür wir Sie bezahlen. Das klingt aber ziemlich illegal. Ich riskiere eine ganze Menge bei dieser Sache. Das ist also das Mindeste. Worum geht es? Um einen roten Panda. Mein Gott, die Tiere sind vom Aussterben bedroht. Die stehen auf der roten Liste gefährdeter Arten. Ich weiß. Darum brauchen wir ja auch Sie und Ihren Freund im Köln-Bonner Flughafen. Wie gesagt, 5000 Euro Cash auf die Hand. Nur dafür, dass Sie den Panda beim Zoll abholen und zu mir bringen. Okay, Frau Peters. Wann kommt der Flieger an? Um 15.30 Uhr. Es ist der Direktflug aus Bangkok. Gut, ich werde da sein. Sehr schön. Sollte noch irgendetwas sein, erreichen Sie mich rund um die Uhr unter der Nummer, die ich Ihnen gegeben habe. Dann bis morgen. Auf Wiedersehen. So eine Schweinerei. Das ist ein Fall für die Pollution Police. Melissa hatte ihre beiden Freunde natürlich sofort in allen Einzelheiten über das konspirative Treffen unterrichtet. Felix' Vater arbeitete ganz offensichtlich nebenher als Mittelsmann für Schmuggler, die illegal Tiere ins Land brachten. Besonders abscheulich war dabei die Tatsache, dass es sich um geschützte Arten handelte, die vom Aussterben bedroht waren. Für Niklas, Linus und Melissa stand fest, dass man diesen Verbrechern unter allen Umständen das Handwerk legen musste. Also legten sie sich am nächsten Tag direkt nach der Schule vor dem Zoo auf die Lauer. Ihr cleveres Maskottchen, den nimmersatten Waschbären Einstein, hatten sie ebenfalls mit dabei. Ja, Einstein, ich weiß, dass du Regen nicht ausstehen kannst. Aber das bisschen Wasser bringt dich schon nicht um. Du bist schließlich nicht aus Zucker. Außerdem sind wir für eine gute Sache unterwegs. Naja, so langsam wird's mir auch etwas zu ungemütlich hier. Meine Schuhe sind schon völlig nass. Was trägst du bei diesem Wetter auch deine Sneaker? Styling ist eben alles. Wir haben schon kurz vor drei. Wenn Keller rechtzeitig am Flughafen sein will, dann muss er aber bald mal los. Achtung, da kommt er. Ja, Niklas, du hast recht. Los, Jungs, in Deckung. So, Linus, du bist dran. Viel Glück. Danke. Hier. Passt auf Einstein auf. Wenn nötig, haltet ihm den Mund zu. Dann sei ausnahmsweise mal leise, okay? Also los. Ja, Felix, alles klar. Ich hol dich nach der Schule ab. Das müsste ich gerade so schaffen, okay? Ja, bis nachher. Hey, pass doch auf, wo du langläufst. Oh, Entschuldigung, ich war in Gedanken. Ah, hallo, Herr Keller. Ach, Linus, du bist es. Hallo, was machst du denn schon wieder hier? Ich wollte mir nur noch mal das Terrarium ansehen. Dafür hatten wir gestern leider keine Zeit mehr. Ein richtiger Zoo-Fan. Prima. Finde ich gut, wenn ihr Kids nicht nur vom Computer sitzt, sondern euch auch noch für andere Dinge interessiert. Sagt der Kollegin an der Kasse einfach einen schönen Gruß von mir. Dann lässt sie dich sicher zu einem Sonderpreis rein. Oh, das ist sehr nett. Vielen Dank. Hey, kein Thema. Sowas fördere ich gerne. Mach's gut und grüß deine Freunde von mir. Das werde ich machen. Tschüss. Und, wie sieht's aus? Hat das mit deiner Hightech-Minikamera funktioniert? Na, was denkst du denn? Inzwischen bin ich schon sowas wie ein Überwachungsprofi. Das Teil haftet vorne an seiner Jacke. Das ist so klein, das kriegt er gar nicht mit. Super! Wir können jetzt also alles sehen, was er sieht, richtig? Exakt. Gib mir mal bitte meinen Tablet-Rechner aus dem Rucksack. Einen Moment. Hier ist er. Danke. Nur noch schnell hochfahren. So. Da haben wir's ja. Seht her. Ein gestochen scharfes Bild. Coole Sache. Und das Ganze speichert der Rechner automatisch? Nein, erst wenn ich hier unten auf Aufnahme drücke. In dieser guten Auflösung kann ich nämlich nur bis 20 Minuten abspeichern.
Wir beschränken uns also besser auf das Wesentliche, damit wir genug Beweise für die Polizei haben. Klasse, wir sollten uns dann jetzt schnellstens ein Taxi bestellen und nichts wie hinterher zum Flughafen. Nein, wir fliegen nicht weg, Einstein. Wir gehen böse Buben jagen. Oh, seht mal, wie er guckt. Der kleine Racker hatte sich schon so gefreut. Ja, bei dem Mistwetter läge ich jetzt auch am liebsten irgendwo am Strand in der Sonne. Aber wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Absolut richtig. Also, los geht's, fleißige Pfadfinder. Etwa 30 Minuten später hatte die Clique ihr Ziel erreicht. Das Taxi setzte Niklas, Linus und Melissa am Flughafen direkt vor dem Eingang zu Terminal 2 ab. Zielstrebig steuerten die Freunde, mitsamt Einstein, auf die nächste Informationstafel zu, auf der alle eintreffenden Flüge aufgeführt waren. Da! Die Maschine aus Thailand ist pünktlich gelandet. Das war vor 15 Minuten. Die checken dann immer noch aus. Das dauert bei so einem Langstreckenflug eine ganze Weile. Kommt, wir setzen uns da hinten auf die Bank. Über die Kamera an Kellers Jacke sind wir ja ohnehin über jeden seiner Schritte im Bild. Gute Idee. Oh nein, nicht schon wieder. Einstein, du hast doch erst vorhin gegessen. Wenn du so weitermachst, platzt du noch. Ich besorge ihm was. Wir warten ja sowieso. Na, was willst du denn haben, Einstein? Ein paar Nüsse? Euer Wunsch ist mir Befehl, eure Pelzigkeit. Na, dann schau ich mal. Bis später. Los, worauf wartest du, Linus? Stell schon den Computer an. Ich will sehen, was Felix' Vater gerade macht. Nur nicht so ungeduldig. So, da wären wir wieder. Und damit wir auch was hören, hier, nimm du den einen Kopfhörer, ich nehme den anderen. Wo geht der da lang? Kannst du was erkennen? Ja, sieh mal hier, das Schild. Keller befindet sich jetzt im Personalbereich. Da kommen nur Angestellte des Flughafens rein oder Leute wie er, die anscheinend über die entsprechenden Kontakte verfügen. Unglaublich, dass der Mann mit skrupellosen Verbrechern gemeinsame Sache macht, die ihr Geld mit dem Schmuggel unschuldiger Tiere verdienen. Der illegale Handel mit geschützten Tieren ist ein Milliardengeschäft. Es gibt überall auf der Welt ein paar reiche Sammler, die für ein bestimmtes Tier horrende Summen bezahlen. In China, dem Heimatland deiner Mutter beispielsweise, sind Fang, Handel und Transport exotischer Tierarten schon seit Jahren unter hohe Strafen gestellt. Im Untergrund jedoch floriert ein blühender Handel. Geheime Feinschmecker-Restaurants führen dort vom Aussterben bedrohte Tierarten als Delikatessen auf der Speisekarte. Ekelhaft. Ein schmutziges Geschäft ist das. Wart mal, da kommt gerade Bewegung in die Sache. Keller betritt eines der Büros. Da, der breitschultrige Typ mit der Glatze. Das muss ein Kontaktmann beim Zoll sein. Komm schon, drück auf die Aufnahmetaste. Hab ich schon. Lass uns mal hören, was da vor sich geht. Hi Tobias, da bist du ja. Pünktlich auf die Minute. Hallo Jörg, hat alles geklappt? Ja, war ein bisschen knifflig, aber ich arbeite lang genug hier und kenne ein paar Tricks. Ich denke nicht, dass einer meiner Kollegen was mitbekommen hat. Hier, die Kiste. Danke, du hast was gut bei mir. Und hier, ich vergesse, dein Anteil. Die Firma dankt. Melde dich demnächst mal wieder, dann gehen wir einen trinken. Mach ich. Bis dann. Er geht wieder. Und, wie sieht's aus? Der Deal ging gerade über die Bühne. Keller hat den Panda. Okay, dann schnappen wir uns den feinen Herrn Tierpfleger mal. Hier, Einstein, für dich eine Tüte Nüsse. Aber nicht alle auf einmal essen. Gib dem Waschbär was zu essen und er ist glücklich. Los, kommt! Zum Parkdeck geht's da entlang. Zum Glück hat's aufgehört zu regnen. Langsam kommt die Sonne raus. Wo ist Keller? Sieht ihn einer von euch? Nein, ich habe ihn noch nicht entdeckt. Eine Sekunde. Ich schau mal, was unsere Minikamera sagt. Ah ja, er ist auf dem oberen Parkdeck. Das ist da vorne, seht ihr? Ja! Los, Beeilung! Der darf uns nicht entwischen! Uns entwischt keiner. Warte doch mal, Niklas, nicht so schnell. Tja, Gehirnjogging ist nicht alles, mein Lieber. Da hinten steht sein Geländewagen. Der graue Jeep. Ja, und da kommt er auch schon. Er hat die Kiste bei sich. Hallo, Herr Keller. Was macht denn das Schmugglergeschäft? Was macht ihr denn hier? Wir wissen über Ihren kleinen illegalen Nebenverdienst Bescheid.
Ich habe gestern Ihr Gespräch mit der aufbrausenden Dame im Aquarium mitbekommen. Und wir haben Ihr Geschäft vorhin mit dem Zollbeamten auf Band. Wie hieß er noch gleich? Jörg? Das nenne ich mal auf frischer Tat ertappt. Bitte, Kinder, das ist nicht, wie ihr denkt. Ach nein? Wie ist es denn? Ich tue das alles doch nur für Felix. Diese Frau ist vor ein paar Wochen an mich herangetreten. Sie wusste, dass ich Geld für die Behandlung meines Sohns brauche. Es gibt da so eine Spezialklinik in der Schweiz, die könnte Felix helfen. Und dazu brauche ich ca. 25.000 Euro. Ich habe schon einen Kredit beantragt, aber die Bank hat abgelehnt. Da kam das Angebot, ab und zu meine Kontakte beim Zoll hier zu nutzen, um einige Tiere durchzuschleusen. Genau richtig. Das mit Felix können wir gut nachvollziehen. Das tut uns auch wirklich sehr leid. Aber das ist keine Entschuldigung. Wir reden hier von einem Verbrechen. Diese Leute verkaufen vom Aussterben bedrohte Tiere und sorgen auf diese Weise dafür, dass ganze Arten von unserem Planeten verschwinden. Ich weiß, Linus. Ich bin auch wirklich nicht stolz darauf, aber es geht hier um meinen Sohn, versteht ihr? Seit meine Frau vor kurzem gestorben ist, ist Felix der einzige Mensch in meinem Leben. Ich will nur, dass es ihm gut geht und er glücklich ist. Aber ob er so glücklich darüber ist, dass sein Vater mit abgebrühten Gangstern Geschäfte macht? Zeigen Sie mal den Panda. Geht es ihm gut? Ist ja furchtbar, dass er den ganzen Flug in dieser Kiste verbringen musste. Ja, der Kleine ist putzmunter. Oh, ist der niedlich. Für einen Panda ist er aber ganz schön klein. Sieht eher aus wie ein Waschbär, so wie Einstein. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden. Die roten Pandas gehören zur Familie der Ailuridae und sind im Himalaya und im Südwesten Chinas beheimatet. Einstein hat ihn schon ins Herz geschlossen. Okay, Kinder. Was habt ihr jetzt vor? Ruft ihr die Polizei? Nein, noch nicht. Erst helfen Sie uns, die Bande auffliegen zu lassen. Und wie stellt ihr euch das vor? Rufen Sie Ihre Auftraggeberin an und sagen Sie ihr, dass Sie mehr Geld verlangen und dass Sie den Boss sehen wollen. Sie verhandeln ab sofort nur noch mit der Chefetage. Da wird die Peters niemals drauf eingehen. Die hat klargestellt, dass ich nur mit ihr Kontakt haben werde und mit sonst keinem. Probieren Sie's. Immerhin haben Sie die Bande in der Hand, jetzt wo Sie den Panda haben. Das Geld wollen die Gangster sich doch nicht durch die Lappen gehen lassen. Das denke ich auch. Okay, ich mach's. Hier, Melissa, kümmere dich bitte mal um den Panda. Aber gerne. Na, mein Kleiner, geht's dir gut? Stellen Sie auf Lautsprecher, damit wir mithören können. Herr Keller, schön von Ihnen zu hören. Es lief doch alles nach Plan, oder? Ja, ich hab den Panda. Worauf warten Sie dann noch? Bringen Sie ihn zu mir. Nein, ich hab da einen besseren Vorschlag. Wie bitte? Ich will mehr Geld. 2000 Euro mehr. Und ich will mit Ihrem Boss sprechen. Ab sofort rede ich nur noch mit ihm. Sie sind wohl vollkommen verrückt geworden. Spielen Sie keine Spielchen mit uns. Wenn Sie das Tier haben wollen, sollten Sie meinen Vorschlag überdenken. Ich finde ansonsten sicher noch einen anderen Abnehmer. Gut. Einverstanden. Ich schicke Ihnen gleich eine SMS auf Ihr Handy mit der Adresse, zu der Sie den Panda gleich bringen. Und zwar in genau einer Stunde. Ihr Chef wird da sein? Ja. Dafür sorge ich. Gut. Und denken Sie an mein Geld. Wow, sehr gut. Das war ja schon fast Oscar-reif. Meint ihr wirklich? War das überzeugend genug? Auf jeden Fall. Die SMS. Das ging aber schnell. Eine Adresse in Marienburg, ganz noble Gegend. Da wohnen nur die Reichen der Reichen. Super, dann kann's ja losgehen. Halt, einen Augenblick. Ich muss Felix eigentlich noch bei der Schule abholen. Er hat gleich frei. Keine Sorge, darum kümmert sich die Pollution Police. Dauert nur eine Sekunde. Ja, hallo? Ich bin's, Niklas. Ach, hallo. Was gibt's denn? Wir bräuchten mal kurz deine Hilfe, Arno. Na klar doch. Sag schon, worum geht's? Hey Felix, sollen wir dich mitnehmen oder wirst du schon abgeholt? Mein Paps kommt gleich von der Arbeit hierher. Okay, dann sehen wir uns morgen. Ja, schönen Tag noch. Wünsche ich dir auch. Hallo Felix. Arno? Was machst du denn hier in der Schule? Bist du etwa meinetwegen hier? Ja, dein Vater hat mich gebeten, dich abzuholen und nach Hause zu bringen. Er schafft es nicht rechtzeitig. Oh, vielen Dank. Das ist aber nett, dass du extra hergekommen bist. Keine Ursache. Für einen echten Pfadfinder ist das doch eine Selbstverständlichkeit. Wo steht dein Wagen? Da vorne auf dem Parkplatz. Ich wusste nicht, ob ich hier halten kann.
Das gestern im Zoo war echt cool. Macht ihr sowas öfter mit der Pollution Police? Ja, bei uns steht eigentlich jedes Wochenende irgendetwas auf dem Programm. Meistens in freier Natur, wie es sich für richtige Pfadfinder gehört. Klingt toll. Wie ist das? Kann man bei euch ohne weiteres Mitglied werden? Also auch wenn man so wie ich... Du meinst, wenn man im Rollstuhl sitzt? Ja, genau. Bei uns kann jeder mitmachen. Der Rollstuhl ist völlig egal. Darum geht's ja schließlich. Um Freundschaft, Zusammenhalt und Teamgeist. Wir nehmen dich das nächste Mal mit ins Zeltlager, wenn du willst. Dann kannst du dir selbst ein Bild machen. Das wäre echt super. Danke. Felix Keller? Ja? Der Mann, der sich plötzlich direkt hinter Felix' Rollstuhl aufgebaut hatte, war gut einen Kopf größer als Arno. Er schien Japaner zu sein und trug deutlich sichtbar am Hals die Tätowierung eines furchteinflößenden grünen Drachen. Ähnlich furchteinflößend war auch sein restlicher Anblick. Der Mann machte Felix Angst. Und nicht nur ihm, auch Arno war der Fremde irgendwie unheimlich. Entschuldigung, dein Vater schickt mich, um dich abzuholen. Das muss wohl ein Missverständnis sein. Ich bin schon hier, um den Jungen nach Hause zu bringen. Überlassen Sie das ruhig mir. Ich erledige das. Vielleicht sollten wir Herrn Keller einfach kurz anrufen. Was meinen Sie? Ich müsste seine Nummer noch gespeichert haben. Das wird nicht nötig sein. Dürfte ich fragen, wer Sie sind? Ich meine, da kann ja jeder kommen und sagen... Halten Sie endlich die Klappe. Der Mann hat ein Messer. Das ist ein Tanto. Diese Klinge schneidet durch menschliche Haut wie durch Butter. Sie sollten es also nicht darauf ankommen lassen, Sie Samariter. Was wollen Sie von dem Jungen? Mein Boss will ihn sehen. Warum, interessiert mich nicht. Ich stelle keine Fragen. Ich befolge nur Befehle. So sieht er auch aus. Was war das? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Das will ich dir auch raten. Hören Sie, Gewalt ist keine Lösung. Noch ein Wort und ich schneide Ihnen die Zunge raus. Okay. Ich hab's kapiert. Wir drei machen jetzt eine kleine Reise. Los, vorwärts. Und keine Tricks. Es wird euch sonst leid tun. Sehr leid sogar. So, da wären wir. Laut meinem Navigationsgerät ist die Adresse aus der SMS gleich in der nächsten Seitenstraße. Okay, dann steigen wir hier aus und verstecken uns da drüben in dem Gebüsch. Was sagt die Internetrecherche, Linus? Das Anwesen gehört einem gewissen Norbert van Basten. Noch nie gehört. Der Mann ist gebürtiger Holländer und Inhaber eines riesigen Import-Export-Unternehmens mit Sitz in Düsseldorf und Dependancen in ganz Europa. Dependant was? Das ist Französisch und heißt so viel wie Außenstellen oder Niederlassungen. Dann sag das doch gleich. Offiziell handelt Van Basten mit allen Arten von Obst und Gemüse. Ich sag's ja immer wieder, Rohkost ist das pure Böse. Das ist mit Sicherheit nur der Deckmantel für seine übrigen Geschäfte. Das werden wir gleich herausfinden. Also los. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Ich hoffe wirklich, euer Plan funktioniert. Keine Sorge, Herr Keller. Sobald wir das Geständnis der Bande haben, informieren wir die Polizei. Der Freund meiner Mutter ist bei der Kripo. Wenn ich den anrufe, rückt er sofort mit einem Spezialeinsatzkommando hier an. Na dann. Wir wissen, dass Sie mit der Aktion ein großes Risiko eingehen. Aber Sie tun das Richtige. Ich weiß, Melissa. Okay, Kinder, nichts wie raus mit euch. Drückt mir die Daumen. Das machen wir. Viel Glück. Kommt, Jungs. Lasst uns ein sicheres Versteck suchen. Wie wär's? Hier haben wir eine optimale Sicht auf das Gelände und sind immer noch geschützt durch die Bäume und das Gebüsch. Ja, stimmt. Das ist perfekt. So. Gleich haben wir auch wieder ein Videosignal. Da ist es. Könnt ihr alle was sehen? Ich schon. Ja, ich auch. Alles klar. Okay. Hier, nehmt die Kopfhörer. Ja, danke. Herr Keller ist jetzt auf dem Gelände. Er parkt den Jeep direkt vor der Villa. Was für eine Hütte. Ist das Marmor? Ja. Die Bude hat locker ein paar Millionen gekostet. Da muss eine Oma lange für stricken. Schaut mal vor der Garage. Dieser Van Basten hat ja einen richtigen Rennstall. Porsche, Lamborghini, Ferrari, nur vom Feinsten. Der Hammer. Und nichts davon ist elektrisch oder nur Hybrid. Der verheizt mehr fossile Brennstoffe als die Formel 1. Aufgepasst, Keller betritt jetzt das Gebäude.
Ich schalte die Aufnahmefunktion ein. So, von jetzt an wird alles aufgezeichnet. Schön, Sie zu sehen. Wo ist die Ware? Hier in der Kiste. Dem Tier geht es hoffentlich gut. Ja, der Kleine ist putzmunter. Kein Grund zur Panik. Na schön. Folgen Sie mir. Mein Chef wartet im Garten auf uns. Heiliger Strohsack. Das nennen die einen Garten? Erinnert mich eher an den Schlosspark von Versailles. Ich glaub's nicht. Seht mal da drüben. Das sind ja Tiergehege. Und zwar jede Menge. Könnt ihr erkennen, was die da drin gefangen halten? In dem Käfig da hinten sind Schimpansen und das daneben sind Orang-Utans. Ja, du hast recht. Das sind aber noch die harmlosesten Tiere. Gegenüber haben wir die Raubkatzenabteilung, Panther, Leoparden und ein weißer Tiger. Die gibt's auch in Weiß? Mann, oh Mann. Dass du mit uns in dieselbe Klasse gehst, überrascht mich immer wieder. Das ist eine Albino-Art des Königstigers, die von Menschen weitergezüchtet wurde. Psst, es geht los. Darf ich vorstellen, Herr van Basten? Das ist Tobias Keller. Guten Tag, willkommen in meinem Reich. Nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Einen frischen Eistee vielleicht? Nein, danke. Und wie gefällt Ihnen mein kleiner Privatzoo? Ich habe hier einige überaus schöne Exemplare. Den weißen Königstiger zum Beispiel. Ein wunderbares Geschöpf. Finden Sie nicht auf? Wie können Sie das alles hier betreiben, ohne dass es jemandem auffällt? Ach, wenn Sie wüssten, wen ich in dieser Stadt schon alles geschmiert habe. Aber egal. Kommen wir zum Geschäftlichen. Meine Assistentin Frau Peters hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Sie mit unserem, wie ich finde, durchaus großzügigen Angebot nicht ganz einverstanden sind. Ist das richtig? Als Angestellter des Zoos steht für mich eine ganze Menge auf dem Spiel. Wenn ich also in Zukunft für Sie arbeiten soll und meine Kontakte am Flughafen nutze, sollten wir die Konditionen noch einmal neu verhandeln. Sie sind ein Player, Herr Keller. Und das gefällt mir. Was mir aber ganz und gar nicht gefällt, ist, wenn mich jemand bescheißen will. Oh, Backe. Das sieht nicht gut aus. Wir hatten eine Vereinbarung. Da wird nicht nachverhandelt. Ist das klar? Ingrid, bring doch bitte unsere beiden Gäste hierher. Aber mit dem größten Vergnügen. Ich habe das Gefühl, die Nummer geht gerade mächtig in die Hose. Ja, das Gefühl habe ich auch. Komm schon, Niklas, ruf sofort die Polizei an, bevor noch was passiert. Geht klar. Felix, Papa! Mein Gott, die haben Felix. Und Arno. Was soll das? Mein Sohn hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Lassen Sie ihn gehen, bitte. Sie verstehen doch sicher, dass ich mir einen Faustpfand besorgen musste. Ich lasse mich nicht gerne pressen. Könnte mir mal jemand erklären, was hier überhaupt los ist? Warum hat man uns entführt? Unser großer Pfadfinder nervt. Kobayashi, sorg bitte dafür, dass er den Mund hält. Ausgezeichnet. Sehen Sie nur, was ein einziger Schlag ausrichten kann. Herr Kobayashi ist das, was man gemeinhin den Mann fürs Grobe nennt. Ein sehr zuverlässiger und tüchtiger Angestellter. Er ist Japaner, ausgebildet in verschiedenen fernöstlichen Kampfkünsten. Ein echter Ninja. Ninja oder nicht, wir müssen da rein. Das sehe ich genauso. Was ist mit der Polizei? Die sind in 10 Minuten hier. Aber bis dahin hat die Bande unsere Freunde längst zu Tierfutter verarbeitet. Okay, auf geht's. Niklas, Linus und Melissa waren in großer Sorge. Ihr Plan lief gerade völlig aus dem Ruder. Die Tierschmuggler, angeführt von dem schmierigen Geschäftsmann Norbert van Basten, hatten Kellers Sohn Felix und Teamleiter Arno in ihre Gewalt gebracht und drohten, ihnen etwas anzutun. Jetzt zählte jede Sekunde. Die drei Freunde verschafften sich, nachdem Linus die Stromzufuhr des Elektrozauns unterbrochen hatte, Zutritt zum Anwesen und schlichen vorsichtig in Richtung Garten. Wo müssen wir lang? Ich glaube, da hinten links. Passt auf, da oben ist noch eine weitere Überwachungskamera. Wir müssen warten, bis die umgeschwenkt hat. So, jetzt!
sind sie. Arno sieht ziemlich mitgenommen aus. Der Japaner hatte auch einen ganz schönen Schlag drauf. Ein fieser Typ. Den Kerl knöpfe ich mir vor. Sun Tzu sagt, der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. Danke für das Zitat des Tages. Aber hat ein chinesischer Philosoph auch was darüber gesagt, wie wir unsere Freunde retten? Hey Niklas, Sportskanone. Denkst du, du kommst da drüben die Mauer hoch? Klar, mit ein wenig Anlauf. Warum? Ich hab da eine Idee. Papa, was wollen die von uns? Bitte tun Sie ihm nichts. Mein Sohn hat Ihnen doch nichts getan. Daran hätten Sie denken sollen, bevor Sie mich angerufen haben. Ich sagte Ihnen doch, spielen Sie keine Spielchen mit uns. Geben Sie mir die Kiste, Herr Keller. Zeigen Sie mir den Panda. Lassen Sie zuerst meinen Jungen gehen. Sie sind nicht gerade in der Position, Forderungen zu stellen. Also... Bitte, ich flehe Sie an. Die Kiste! Geben Sie schon her. Mal sehen, ob... was ist denn das? Das ist ja ein Waschbär. Ein rot angemalter Waschbär. Was zum Teufel? Ah, das Mistvieh hat mich gebissen. Los, reden Sie, Keller. Wo ist er? Wo ist der Panda? Im Zoo. Das Tier ist im Zoo. Verdammt! Wissen Sie was? Die Raubtiere haben gleich Fütterungszeit. Ich denke, wir werden Ihnen heute einen besonderen Leckerbissen servieren. Kobayashi? Jawohl. Nein, bitte, das können Sie nicht machen. Steck ihn zum Tiger in den Käfig. Wird's bald! Nein, lassen Sie mich. Bitte, was ist denn mit dem blöden Waschbär los? Keine Ahnung, der wittert irgendwas. Großer Gott! Ingrid, was ist? Sehen Sie doch, die Gehege sind offen. Die Tiere sind frei. Ach du. Mit lautem Gebrüll stürzte der weiße Tiger auf Van Basten und seine Komplizen zu. Die Gangster wussten im ersten Augenblick überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Und im zweiten Augenblick ergriffen sie auch schon schreiend die Flucht. Gefolgt von der Raubkatze und einer Horde wild gewordener Schimpansen stürmten sie in Richtung Villa. Linus' Idee hatte tatsächlich funktioniert. Niklas war über die Mauer geklettert und so unbemerkt auf die Rückseite des Privatzoos gelangt. Dort hatte er dann nacheinander die Tiergehege geöffnet. Während die Verbrecher nun abgelenkt waren, kümmerten sich Linus und Melissa um Felix und den verletzten Arno. Felix, Arno, seid ihr okay? Melissa, Linus, was macht ihr denn hier? Für Smalltalk ist später noch genug Zeit. Wir bringen euch erstmal in Sicherheit. Die Polizei muss auch jeden Moment hier sein. Komm, Arno, ich helfe dir. Oh, danke, es geht schon. Ist nur eine leichte Prellung. Das wird schon wieder. Wo ist Niklas? Da vorne. Er hat meinen Vater bei sich. Alles im grünen Bereich, Leute. Unser Undercover-Agent ist bester Gesundheit. Felix, geht's dir gut? Ja, alles in Ordnung. Der markerschütternde Schrei ließ das Blut in den Adern unserer Freunde gefrieren. Mit einem blitzenden Langschwert, wie es vor Hunderten von Jahren schon die Samurai im Kampf getragen hatten, tauchte plötzlich Kobayashi auf und ging zum Angriff über. Niklas, Vorsicht! Oh, das war knapp. Freu dich nicht zu früh. Ich krieg euch alle. Eine nach dem anderen. Och nee, seht mal hier. Der hat den Schirm von meiner Basecap abgesäbelt. Sei froh, dass dein Kopf noch dran ist. Das Ding sieht aber ganz schön scharf aus. Ist es auch. Das ist ein Katana. Die Waffe der Samurai. Und die der Ninja. Fehlt dir da nicht noch so ein schwarzer Ganzkörperdress? Ich meine, nichts gegen die schicke Lederjacke, Mr. Ninja, aber die richtige Arbeitskleidung sieht doch eigentlich anders aus. Ich werde dir dein loses Mundwerk schon noch stopfen. Linus? Ja, Niklas? Mir fällt nichts mehr ein, um den Burschen länger abzulenken. Ist Melissa endlich soweit? Ich denke schon. Das nenne ich ein sauberes K.O. in der ersten Runde. Wow, habt ihr das gesehen? Melissa hat dem Kerl eins mit der Markisenkurbel übergebraten. Ja, schwarzer Gürtel im Kung-Fu. Unsere Halbchinesin macht keiner was vor. Nicht mal ein Ninja. Kommt, lasst uns den Kerl verschnüren, bevor er wieder aufwacht. Gute Idee. So, jetzt sollten wir den Polizisten aber mal helfen, die ganzen Tiere wieder einzufangen. Ja, ich rufe direkt mal im Zoo an. Die sollen uns Verstärkung schicken. Polizei! Halt! Polizei! Hände hoch! Das war echt ein krasser Nachmittag. Geht's bei euch immer so zu? Was denkst du denn? Die Pollution Police ist immer im Einsatz. Tag und Nacht, rund um die Uhr. Ach, Einstein. Wie konnten wir dich nur vergessen? Komm auf meinen Arm. Hopp. Ja, natürlich. Gleich gibt's was Leckeres für dich.
Wo du uns doch so toll geholfen hast. Genau, als Panda getarnt mit roter Lebensmittelfarbe. Obwohl zu befürchten war, dass sich der kleine Racker die sofort vom Pelz schlägt, so hungrig wie der immer ist. Am folgenden Wochenende fand im Hauptquartier der Clique, dem umfunktionierten Luftschutzbunker im Fürstenwald, eine kleine Feier statt, zu der die gesamte Pfadfindergruppe geladen war und mit Cola und Limonade auf die Verhaftung des Kölner Tierschmugglerrings anstieß. Super Party! Ah, hallo Felix! Freut uns, dass ihr auch gekommen seid, dein Vater und du. Wollt ihr was trinken? Ja! Eine Cola bitte. Und Sie, Herr Keller? Für mich auch, danke. Alles klar. Bitte, setzen Sie sich. Ich muss mich bei euch bedanken, Kinder. Im Ernst? Also ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, dass wir Sie dieser Gefahr ausgesetzt haben. Ihr konntet ja nicht wissen, wie unberechenbar diese Gangster sind. Außerdem habe ich mir die Sache selbst eingebrockt. Hätte ich mich doch bloß nie auf dieses Geschäft eingelassen. Sehen Sie es doch mal so. Wenn Sie es nicht getan hätten, dann wäre die Bande immer noch auf freiem Fuß und würde weiterhin mit geschützten Tieren handeln. Apropos... Was ist eigentlich mit unserem kleinen Panda? Den bringen zwei Mitarbeiter der Weltnaturschutzunion nächste Woche nach China. Dort wird er dann in seiner natürlichen Umgebung wieder ausgesetzt. Sehr gut. Und was hat die Polizei gesagt? Ja, erzähl schon, Papst. Die Staatsanwaltschaft hat mir einen Deal angeboten. Wenn ich als Zeuge gegen Van Basten und die anderen aussage, erhalte ich lediglich eine Bewährungsstrafe. Und meinen Job im Zoo kann ich wahrscheinlich auch behalten. Das ist ja klasse. Aber das Beste kommt noch. So, hier die Getränke. Ah, danke. Ja, wie Felix schon sagte, das war noch längst nicht alles. Interpol hat eine Belohnung auf den Schmugglerring ausgesetzt. 20.000 Euro. Ist das nicht Wahnsinn? Ich nehme mal an, ihr wusstet das schon, oder? Man sagte mir zumindest, jemand hat ein gutes Wort für mich eingelegt. Naja, das Geld kommt schließlich einem sinnvollen Zweck zugute. Wir haben gehört, so eine Behandlung in der Schweiz ist ganz schön teuer. Ihr seid echt prima, Kinder. Vielen Dank. Ja, danke, Leute. Ich kann's immer noch nicht glauben. Auf dich, Felix, dass die Behandlung anschlägt und dass du bald mit uns Fußball spielen kannst. Und auf Sie, Herr Keller, dass Sie Ihren Job im Zoo behalten können. Und auf alle Tiere auf diesem wundervollen Planeten, dass sie uns lange erhalten bleiben. Und du natürlich auch, Einstein. Ist doch klar. Pollution Police, die kleinen Pfadfinder. Pollution Police, wir tätern auf der Spur. Pollution Police, wir decken alles auf. Pollution Police, wir helfen jederzeit.